Der zweite ist betäubt. Da fährt der Ranger. Warum habt ihr euch hier nicht mehr geborgen gefühlt? Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Zwei. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Drei. Und wo ist Nummer 4? Dinosaurier bedrohung. Wo ist Nummer 4? Da unten. Okay. Produkt wird transportiert. Von dort? Bitte auch hier rein. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Transport hat begonnen. Produkt wurde eingesammelt. Jetzt halt die Frage, warum fühlten die sich jetzt gerade unwohl? Produkt wurde zugestellt. Produkt transportiert. Produkt unterwegs. Es fehlt Wald, weil ich die Stützen hier reingebaut habe. Okay. Jetzt hoffe ich nur, dass ich genug verkaufen kann, um Wald zu bauen. Ist okay. Verkaufen, verkaufen und verkaufen. Und jetzt hoffen wir, dass wir wieder in die grünen Zahlen kommen. Und zwar bevor die Dillos wieder ausbrechen. Habe ich irgendwo Klagen? Ja. Das ist gerade ungünstig. Ich könnte natürlich ein Hammond-Labor verkaufen. Ich glaube, das mache ich auch. Das hier. Immerhin gehen die Klagen gerade runter. Ist okay.
Und jetzt kann ich nämlich noch eine Expedition starten, hoffentlich schnell genug. Hier jetzt den Bereich abreiße, sollte es denen wieder gut gehen. Das heißt, sie machen keinen Mist mehr. Okay, jetzt haben sie wieder Wald. Jetzt ist zwar die Transportstrecke für die Einschienenbahn unvollständig. Ich glaube, das könnten wir diesmal wieder rumreißen. Na komm. Kehr zurück. Das ist schon mal gut. Dann können wir wieder was Geld machen und vielleicht bekommen wir ja genug rein. Natürlich nicht. Hätte ja sein können, dass wir zumindest was Gold bekommen. Aber wir machen wieder Plus, das ist okay. Das heißt, es sind noch mindestens 5 bis 10 Minuten. Wir sind wieder bei Plus. Direkt wieder eine Expedition lossenden. Fehlt denen jetzt was? Nein. Jetzt bauen wir die Einschienenbahn wieder zusammen.
So, und wie geht's Ihnen jetzt? Eigentlich gut. Sollten zufrieden sein. Sollen sich nicht so anstellen. Meine Expedition wegschicken. Das verkaufen. Extrahieren. Verkaufen. Extrahieren. Kann ich hier das Hammond wieder neu platzieren und den Zaun dazu bauen? Oder funktioniert das so schon? Nein. Einmal drehen. So. Dann einmal Zaun bauen. Einen Weg dahin. Expedition losschicken, das verkaufen.
Das extrahieren, das extrahieren, das extrahieren, das extrahieren und das verkaufen. Und eine Futterstation muss aufgefüllt werden. Eins und zwei. Also das beim Fahren sollte man nochmal üben, ne? Eventuell vorne rausfahren und dann einmal dran vorbei ginge auch. Man muss nicht an der Stelle wenden. Gebäude-Upgrades sind verfügbar. Genetische Forschung ist verfügbar. Also das hier von der Schildkröte wäre cool. Das ist die Engine-Datenbank und Fossilien. Sollen wir ihn erforschen? Ich würde sagen, ja. Dahin und dahin. Ehrlich gesagt, mit knapp einer Million fühle ich mich schon ein bisschen was wohler als mit minus 400.000. Daher ist jetzt eigentlich der Metriarantosaurus. Ich sollte aufhören, diesen Namen versuchen auszusprechen, glaube ich. 2 Millionen. Modifiziert kostet er 2 Millionen. Ergebnis ist hier das Gigantosaurus. Und wieder verkaufen, verkaufen, extrahieren und extrahieren. Und ich kann nicht dann verkaufen. Und dann würde ich sagen, werden wir diesen Dinosaurier bei der nächsten Aufnahme
versuchen auszubrüten, denn für diese Aufnahme soll es das mal wieder gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.